Sam. Hör zu. Du bist Sam Strand. Nein, bin ich nicht. Nicht mehr. Ich heiße Sam Porter Bridges. Strand ist ein interessantes Wort. Im Englischen ist es der Strang eines Seils. Und stranden bedeutet, dass man an der Küste angespült wird. Und gestrandet ist man, wenn man nicht nach Hause kann. Ich bin gestrandet, Sam. Hier an der Küste des Pazifiks. Tausende Kilometer entfernt. Aber das Band zwischen uns hält. Du bist frei. Aber wir sind noch verbunden. Sag nicht, dass wir es nicht sind. Und ich sage, willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming for You. Ich bin der Dennis und wir spielen ein absolutes Meisterwerk aus dem Jahr 2019. Den Director's Cut von Death Stranding. Schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir legen natürlich wie immer direkt los. Danke für den Support. Let's go. Sam, hier ist Die Hard Man. Du hast tief und fest geschlafen, warst wohl kaputt. Private Räume bieten alle Annehmlichkeiten. Dusche, Toilette und so weiter. Hier kannst du dich ausruhen, deine Ausrüstung überprüfen, Informationen nachlesen. Sprich einfach unser Personal an, falls du Fragen hast. Aber wieso siehst du dich vorher nicht einfach ein bisschen um? Dann siehst du, wie es bei Bridges heute zugeht. Hallo, wir kennen uns doch. Ich leite den Bereich für Lieferungen sowie Instandhaltung und Reparaturen. Schön, dass du an Bord bist. Habe ich mich schon vorgestellt? Ich bin Mama. Das da sind Packseile. Die dienen übrigens nicht dem Verpacken, sondern auch der Identifikation. Sieh sie dir genauer an, dann verstehst du es. Siehst du das Rot dort? Das ist Blut. Krass. Alright, jetzt will ich mir mal gerne das Baby da angucken. Und während wir das machen, fände ich es ganz schmuck. Wir sehen mal nach Baby, wenn ihr mir gerne Like, Kommentar oder kostenloses Abo da lasst. Und vor allen Dingen auch mal reinschreibt, wie es euch gefällt. Sam, hier ist Deadman. Ich habe dein Baby mit den physiologischen Daten kalibriert, die wir über dich gesammelt haben. Es ist trotzdem nur eine gute Schätzung. Wenn du draußen warst, können wir prüfen, ob ihr synchron seid und die Baby-Sensitivität nach Bedarf anpassen. Okay. Alright. Sehen wir
uns mal den Tisch an. Setzen die Sonnenbrille auf und ab geht die wilde Fahrt. Put my mask on. Und dieses Spiel hat für mich nichts von einem Spiel. Das ist für mich eigentlich mehr wie ein Film. Also das ist echt richtig krass. Aktivieren wir mal das Terminal. An dem Terminal dort kannst du in der Bridges-Datenbank nach einer Vielzahl von Themen suchen. Okay. Du hast nicht auf alles Zugriff, aber du wirst trotzdem genügend Informatives finden. Alright. Ich würde eigentlich ganz gerne Menü öffnen, Aufträge. Ich würde eigentlich ganz gerne wissen, wie wir da zu der ersten Basis kommen. Es gibt gerade keine Aufträge. Musikplayer, okay. Alright. Ich finde den mit Brille ganz cool. Ah, wir benutzen, glaube ich, mal die Toilette im Stehen. Sam, Hartman hier. Ich versuche, die Geheimnisse der Strände, des gestrandeten Todes und auch jene von Dooms und der Wiederkehrer zu finden. Wenn du dich erleichterst, wird eine gewisse Menge an chiraler Materie aus deinem Körper gespült. Chirale Materie kann die Hormonsekretion und die Nervenfunktion verschlechtern. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Belastung und der Entwicklung von Phobien, sowie in extremen Fällen gewalttätigen und suizidalen Impulsen. Chiralium-Kontamination gilt seither als ein Auslöser für den Ausbruch von Dooms. Lass mich für meine Forschung bitte eine Probe deiner Ausscheidung nehmen. Damit können wir nicht invasiv deine Chiralium-Belastung und deine Gesamtgesundheit überwachen. Also er analysiert unsere Pisse. Mal gucken, was passiert, wenn wir Nummer 2 machen gehen. Und mal ein schönes Ei in die Kammer drücken. Cool. Oh mein Gott, Norman Reedus, IMC. Schaut euch die Werbung an. Ride with Norman Reedus. Das ist der Schauspieler. Oh, wie nice. Okay. Wir können auch duschen. Machen wir auch noch schnell. Haben wir kurz frisch gemacht. Für die Ladies, wisst ihr? Für die Ladies. Oh yeah. Und vor allen Dingen endlich mal Ruhe beim Duschen. Das letzte Mal haben sie uns ja wieder gestört. Alter, mit Föhn sogar. Krass. Alright. Ausrüstungsregal gucken wir uns auch noch an. Dieses Fach entfernt alle Chiralium-Rückstände an deinem Anzug. Apropos Anzüge. Das Lieferpersonal trägt blaue, das medizinische Personal rote, die Leichenentsorgung orangefarbene und das Sicherheitspersonal schwarze. Okay. Wir können das Farbschema ändern. Okay. Gold ist eigentlich ganz nice. Aber eigene Farbe geht anscheinend nicht, ne? Wir nehmen mal rot. Okay. Farbschema geändert. Das ist das Einzige, was wir anscheinend leider auch nur ändern können. So, dann haben wir uns aber alles angeguckt. Können wir jetzt raus? Privaten Raum verlassen. Nein, endlich. Und? Hast du schon darüber nachgedacht? Bis oben hin voll mit Chiralium, aber ungefährlich für euch Dooms-Jungs. Das ist alles, was man braucht, um die Welt wieder zu verbinden. Um uns wieder zu vereinen. Ich bin ein Bote. Verbinden ist nicht meine Aufgabe. Oder Knoten machen.
Aber ich tue, was zu tun ist, um Amelie zu helfen. Zu, Sam. Die Terminals, die Amelies Leute in den Orten aufgestellt haben, die sie auf dem Weg nach Westen passiert haben, nennt man Knoten. Die Infrastruktur ist vorhanden, aber das chirale Netzwerk ist offline. Im Moment kann es nur Sprachmitteilungen übermitteln. Teils über Leitungen, teils drahtlos. Und nur kleine Datenmengen. Deshalb benötigen unsere Chiralogramme lokal gespeicherte Daten. Amelie und die anderen Bridges-Mitglieder, die du gesehen hast, sind alle mit lokalen Daten erzeugte Hologramme, falls du das nicht weißt. Du musst nur den Knoten finden, deinen Cupid verbinden und die chirale Kommunikation online bringen. Sobald du ihn mit dem Terminal verbindest, kannst du eine große, zeitlose Datenübertragung mit dem UCA-Netzwerk einleiten. Und so verbindest du uns nicht nur untereinander, sondern auch mit unserer Vergangenheit. All die verlorenen Ich hätte auch mal dran gerochen, wenn das Blut ist. Wiederhergestellt, so als ob man einem Dinosaurierfossil neues Leben einhaucht. Aber der Anzug sieht geil aus. Der taugt mir, die Farbe taugt mir auch total gut. 4,6 Milliarden Jahre Erdgeschichte, all die Weisheit und das Wissen, das uns seit dem gestrandeten Tod verloren ging, erlangen wir zurück. Und so, mein Freund, werden wir ihn besiegen. Sobald du die chirale Kommunikation hergestellt hast, können auch Hologramme erzeugt werden. Außerdem kannst du dann chirale Drucker nutzen. Schon bald werden wir dazu in der Lage sein, alle möglichen Dinge zu senden. Außer ursprünglichen Ding. Oder Ding mit einer Seele. Nichts Echtes. Nur Kopien. Stimmt. Deshalb werden wir weiterhin Boten wie dich brauchen. Vor und nach der Wiedervereinigung benötigen wir Mittelsmänner. Keine Ruhe für die Gottlosen. Tja, Müßiggang ist kaum einem vergönnt. Die Einzelheiten kriegst du am Versandterminal. Du findest es im Obergeschoss. Da wartet auch die Fracht. Diese Stiefel haben einige Kilometer hinter sich. Soll ich sie entsorgen? Halt. Warte mal. Du musst etwas für mich untersuchen. Mein Blut scheint diese Dinge abzustoßen. Das ist mehrmals passiert. Abzustoßen? Wie meinst du das? Keine Ahnung. Du hast mir doch Blut abgenommen. Sag du es mir. Okay. Ich schau mal, was ich tun kann. Das ist schon jedes Mal auch echt cool animiert und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, da war so ein kleiner Schlüsselanhänger auch dran. Den können wir bestimmt ändern. Das sind dann so Optics und Skins bestimmt, die wir hoffentlich dann auch noch anpassen dürfen in dem Spiel. Es tut mir leid, Lisa. Keine Sorge. Ich passe auf ihn auf, das verspreche ich dir. Bibi.
Ja, und jedes Mal, wenn wir uns an den BB anstecken, dann kriegen wir auch Flashbacks natürlich zu den vorherigen Dingen, die BB erlebt hat. Also, ich bin mal gespannt. Wir laufen mal stramm Richtung ersten Posten, würde ich sagen. Und die Frage ist, wo ist der? Können wir frei rumlaufen? Können wir frei erkunden? Ich glaube ja, tatsächlich. Okay, krass. Kann ich hier... Ah, ich kann hier rauszoomen. Okay, so ist besser. Das ist der Verbrennungsofen, da waren wir schon. Ich frage mich... Nimm in Capital Not... Blablabla, irgendwas ein. Ah, okay, ich dachte schon. Hier, wir müssen noch einen Auftrag annehmen erstmal. Sorry. Sam, hier ist Die Hard Man. Dein aktuelles Ziel ist es, das chirale Netzwerk von hier nach Bornard City auszuweiten. Aber das geht leider nicht auf direktem Weg. Dafür ist das Signal zu schwach. Um die Entfernung zu überbrücken, brauchen wir Knoten. Stell dir vor, du verknotest Seile, um ein längeres Seil zu machen. Der erste Knoten ist ein Bridges-Wegposten. Wirf mal einen Blick auf den Auftrag. Liefere, was gebraucht wird und verbinde den Qubit. Alright, Auftrag annehmen. Ja, das ist ja entspannt. Sam, na her damit. Auftragsübersichten können entscheiden. Okay, ich nehme das einfach mal an. So, weil ich hier jetzt mal lossprinten. Passt, alles bestätigen. Wir können auch Leitern und sowas mitnehmen. Und eine Leiter. Okay. Vermutlich überlegst du gerade, wie du diesen Auftrag abwickeln sollst. Nee, tue ich nicht, ehrlich gesagt. Ich nehme das einfach jetzt alles mal mit. Und dann wird mich das auf dem Weg schon sagen, was ich hier zu tun habe. Ah, guck mal, ich kann hier auch Sachen um... Ah, ich kann Sachen umpacken. Wahrscheinlich, damit meine Balance einfach ein bisschen fitter ist. Ich habe jetzt ziemlich viel auf dem Rücken. Ich kann mir bestimmt auch ein paar Sachen an die Seite packen und so. Okay. Ich kann eine Leiter zum Beispiel... Nee, ich habe voll viele Leitern dabei. Okay. Fracht automatisch anordnen. Okay. Holy shit. Guck dir das mal an. Okay. Fracht ist automatisch angeordnet. Wir brechen mal auf. Oh mein Gott, wie schauen wir denn aus? Vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Ach krass. Eine angenehme Reise wünsche ich. Gar nichts geprüft, Mann. Ah, wir müssen auch selber urinieren. Okay. Sei rücksichtsvoll und erleichtere dich abseits anderer Leute und ihres Eigentums. Nein, cool. Kann ich auch einfach irgendwo hinpissen, wo ich lustig bin? Cheered. L1 und Dreieck. Kann ich Schilder aufstellen? Ah, okay. I see. Nicht aufgeben. Bleib dran. Gute Arbeit. Cool. Ja, ich will jetzt aber kein Schild aufstellen. Hier kann ich leider nichts looten.
Alter, wir sind so krass vollgepackt. Das ist echt heftig. Sam, selbst die besten Funken verlieren mal ihre Fracht. Aber du bist besser als die Besten. Du kannst beenden, was sie begonnen haben. Wenn du auf herrenlose Sendungen stößt, solltest du darüber nachdenken, sie an den gewünschten Zielort zu bringen. Das ist leichter, als du vielleicht denkst. Für eine leichte Nachverfolgung tragen nämlich alle unsere Pakete Bridges-IDs. Und dein Odra-Deck verfügt über einen Scanner, der besagte IDs auslesen kann. Kurz gesagt, das Teil an deiner Schulter kann dir dabei helfen, verschollene Sendungen aufzunehmen. Das da hinten nehmen wir auch noch mit. Geschirr. Nehmen wir auch noch mit. Zack. Okay. Das muss dann auch erstmal reichen. Da ist unser Ziel. Wir scannen immer schön, nicht auf, dass wir auf einmal irgendwie überfallen werden oder so. Jedes Paket ist ein Versprechen an einen Menschen in Not. Und sie zählen darauf, ja, dass du anfasst. Jedes Paket ist ein Versprechen. Lass mich erstmal meine Mission machen. Ja, auf dem Rückweg kann ich dann immer noch genügend Pakete mitnehmen. Weil wir sind eh schon gerade so ultra voll gepackt. Wir brauchen ja jetzt nicht einfach irgendwelche Sachen dann mitnehmen, die uns den Weg da hoch einfach schwerer machen. Macht ja keinen Sinn. Mal zwischendurch scannen. Go, go, go. Was ist das hier eigentlich? Terminal aktivieren. Oh, ich kann hier verlorene Fracht abliefern. Gute Arbeit, Sam. Ach krass. Ich sehe, du kannst sie hier, wenn du... Okay. Selbst wenn, weißt du das. Okay, krass. Verlorene Fracht abliefern. Ja, wir liefern das alles ab. Perfekt. Ja, so macht es dann natürlich Spaß, wenn ich weiß, dass da gleich so ein Ding ist zum Abliefern. Dann hole ich natürlich hier noch schnell die Fracht dann und liefere das dann auch noch mal schnell ab, ehe wir dann weitergehen. Zack. Hier haben wir noch so diese komischen Viecher. Zack. Zack. Noch was zum Abliefern? Nein. Das liefere ich dann nochmal schnell ab und dann kriegt der Nick Easton auch natürlich einen Daumen hoch von mir. So. Können wir dann aktivieren. Einmal geliefert. Okay, perfekt. Haben das auch geliefert. Daumen hoch. Danke für die Hilfe. Perfekt. Danke für die Hilfe. Weiter geht's. Nice. Ah, das ist natürlich mega. Wenn ich da dann zwischendurch immer auch die Fracht natürlich dann auch abliefern kann. Ja, das ist natürlich Zucker. So, und ich will jetzt natürlich möglichst schnell dann... Machen wir das noch zum Abliefern irgendwo hier? Sollen wir das mitnehmen? Nee, wir lassen die Fracht jetzt erstmal Fracht sein. Sam, wenn du auf eine steile Klippe oder einen Steilhang stößt, denk an die Leiter, die du von uns bekommen hast. Probier sie unbedingt aus. Mich würde interessieren, was ein erfahrener Profi wie du von ihr hält. Okay, Werkzeug auswählen, Leiter positionieren und Leiter platzieren. Ja, voilà, cool, ja. Dann geht er da mal hoch.
Okay, cool. Hier gibt es besonderen Loot. Linke Hand, auf dem Rücken. Ui, Damo. Das ist aber schwer. Rechte Hand. Auch auf dem Rücken. Linke Hand. Und auf dem Rücken. Ja, Wollo. Ich glaube, ich liefere das ganz kurz ab, Leute. Ich liefere das nur ganz kurz ab da, Leute. Weil ihr seht ja, wie vollgepackt ich bin. Beschleunigt den Verlauf der Zeit für alles, was er berührt. Langsam. Komm, da lang. Langsam. Stehen bleiben. Ruhig, vorne. Und kurz davor. Okay. Schnell abgeben den ganzen Scheiß hier. Puh. Mehr raus werden. Alles liefern. Cool. Ja, wir haben da einiges bekommen. Nice. Okay, nice. Das, also wenn wir Fracht abliefern, das gibt uns auch natürlich extrem viele Erfahrungspunkte. Privater Spind. Kannst du Fracht und Ähnliches lagern. Okay, dann können wir da auch Sachen lagern, alles klar. Ich will da jetzt aber gerade erstmal nichts lagern. Ich will jetzt dann die Mission weitermachen. So, und dann müssen wir diesen Außenposten hier, den hier, Distanz 600 Meter erreichen. Und das machen wir jetzt auch. Also geben wir Gas. Und machen das aber natürlich auch in Kombination mit der nächsten Folge. Ich bin gespannt, was da dann gleich auf uns zukommt. Liebe Grüße von eurem Postboten. Vielen Dank für den Support. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Dennis.